Yo, yo, YouTube, what's up? Hier ist wieder Nuyen, euer Barberpro. Willkommen zurück auf meinem Channel. Heute das nächste Video. Und zwar habe ich wieder ein neues Paket bekommen. Wie ihr hier schwer sehen könnt. Es ist wieder ein Unboxing. Das heißt, hier befindet sich wieder was Schönes für euch. Und auch für mich. Ich mache das Paket jetzt zum ersten Mal auf. Wie immer. Ich war gerade erst arbeiten gewesen, kam jetzt ganz entspannt zurück. Das Wetter ist natürlich auch voll Bullshit. Aber genug. Oh, fuck. Es war auch schon mal eines meiner Träume oder meine Wünsche gewesen. Und ich dachte mir so, ich gönne mir den einfach. So, wir machen den erstmal zusammen. Bitte wieder nicht runterfallen, bitte nicht, bitte nicht. Oh, fuck. Hier ist wieder irgendwelche, einfach nur Pappe. Hier auch noch mehr. Wie das beim letzten Mal immer, die Anleitungen dazu. Hier habe ich wieder schöne Aufsätze. Mal gucken, ob auch dieser 1,5 mm dabei ist. Nein, hier ist zum Beispiel keiner dabei. Der Wall 1,5, also 1,5 mm und 4,5 ist glaube ich nicht dabei. So, nun kommen wir zu der eigentlichen Maschine. Oh, die ist hier schön verpackt, so wunderschön. Ich liebe es einfach, immer neue Pakete zu öffnen. Da also. Yeah. Dazu habe ich wieder ganz normal ein Ladekabel. Hier. Was jetzt weniger interessant ist. Und dazu, was ich mega feier, ein Kamm in Schwarz. Ich habe den vom alten Wall Magic Clip. Ja, den ganz normalen, den allerersten, da habe ich auch einen Kamm bekommen in Weiß. Und jetzt habe ich den endlich auch mal in Schwarz. Voll entspannt. Ja. So, nun kommen wir zu der eigentlichen Maschine. Hier habt ihr auf jeden Fall wieder einen Schneideschutz, was ich euch immer empfehlen werde, dass ihr das nie wegschmeißt. Das ist so wichtig, gerade einfach für die Blades hier. So, der ist genauso wie der Wall Magic Clip, den ich im Weinrot habe. Der ist cordless, also man kann ihn auch ohne Netzkabel nutzen, was ich einfach viel besser finde und viel handlicher und einfach auch viel flexibler. Man kann damit viel besser arbeiten, man hat immer nicht diesen Kabel, was einen nervt. Außerdem wieder diesen Hebel, ganz normal für Close, also für richtig kurze Schnitte. Der ist noch richtig hart eingestellt. Das müssen wir dann nochmal weicher machen. Wir testen mal, wie krass der ist. Yeah! Also auf jeden Fall top Produkt. Schon beim ersten Eindruck finde ich, der ist einfach richtig geil. Der ist aber noch nicht Zero Gapped. Was Zero Gapped ist, werde ich euch im nächsten Video sagen. Ich werde ein extra Video für euch produzieren dafür, weil das ist einfach wichtig, damit ihr auch alle versteht, was das überhaupt ist. Und wieso ich auch die Schnitte so richtig kurz hinkriege, auch mit der Maschine. Das Einzige, was vielleicht stört, ist, dass bei dem Wall Magic Clip, einen Moment, den hole ich mal schnell. Hier seht ihr den Wall Magic Clip und hier ist der Wall Super Taper. Beide vom, könnt ihr ja sehen, ungefähr wie das aussieht. Und hier ist so eine kleine Grube, sag ich mal, für extra den Daumen. Einfach dadurch viel geiler vom Daumenfeeling her so, als der, muss ich sagen. Also den habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich hoffe mal, dass er auch so geil ist. Und von der Lautstärke her beide sind eigentlich gleich laut. So. Ja. Außerdem feiere ich zu der Bestellung, habe ich extra solche
Wall-Aufsätze bekommen und auch noch schön in unterschiedlichen Farben mit so einem kleinen Ordner, dass man immer gleich die Millimeteranzahl rausziehen kann, weil die anderen Clipse von mir waren ja entweder schwarz-weiß oder schwarz-grau und manchmal musste man so oft suchen. Und was ist hier alles enthalten? Also es gibt auf jeden Fall den Wall 1 Aufsatz, das sind 3 mm. 2 ist drin für 6, 3 für 10, 4 für 13, 5 für 16, 6 für 19, 7 für 22 und 8 für 25. Also den Wall 1,5 für 1,5 mm gibt es leider nicht. Und für 4,5 mm den Wall 1,5, den gibt es auch leider nicht. Aber trotzdem vom Design her ist es richtig nice. Und für das ganze Paket hier, Super Taper Cordless plus das, habe ich 110,92 Euro bezahlt. Das ist eigentlich richtig günstig. Den hier, der Wall Magic Clip Cordless, für den habe ich sage und schreibe 130 Pound, glaube ich, gezahlt. Ich weiß es nicht mehr. Und wenn ihr genau das gleiche bestellen wollt, ich werde es hier unten drunter verlinken in der Infobox. Da könnt ihr das abchecken, laufen ganz easy, ganz locker, ohne irgendwelche Stress etc. So, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Wenn es gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Zerbombt ihn, macht ihn richtig kaputt am besten. Kommentiert unter diesem Video, wie ihr das fandet. Wie findet ihr diese Maschine? Feiert ihr die auch? Oder habt ihr damit schlechte Erfahrungen? Schreibt es unten auf jeden Fall in den Kommentaren. Und auf alle Fälle abonniert meinen Kanal. Das ist ganz wichtig. Hier werde ich es nochmal für euch einblenden. Abonnieren nicht vergessen. Ist bestimmt irgendwo hier unten. Macht bitte die Glocke an. Das ist ganz wichtig. Einfach die Glocke anmachen. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht. So wichtig auch an alle neuen Abonnenten da draußen, die mich jetzt das allererste Mal sehen in diesem Video. Einfach abonnieren. Checkt's ab. Und ja, I love you. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.